dunkle Mächte scheinen hinter dieser Tür auf uns zu warten. Und damit, ja Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Ich würde sagen, wir stellen uns jetzt direkt mal dem ersten Boss. Finde ich, ist keine schlechte Idee. Guys, falls ihr die letzte Folge verpasst haben solltet, oben auf dem i ist sie nochmal verlinkt. Habt Spaß, schaut sie euch an, da wisst ihr, wo wir hier sind. Und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt hier hinein. Ich denke mal, es ist uns der allbekannte Gegner, Rispy Roots. Let's go, wir starten hier direkt rein. Machen ganz guten Damage. Ah, aber stellen uns ein bisschen doof trotzdem an. Oh, let's go, hier schön im Kreis die ganze Zeit. Oh, nee. Ah, nee, lass mich hier raus. Let's go. Kommt nicht mehr viel. Wada wab, wada. Oh, so viel dazu. Wham. Ja gut, also dass ich da am Schluss nochmal gegessen wurde, hätte nicht sein müssen. Nur natürlich weint er. So wie man es kennt. So muss das. Wir bekommen Federn. Ich vermute mal für das Schiff von Magolor. Oder der Stelle machen wir dann auch direkt mal weiter. Du hast es geschafft, Kirby. Mein Kreuzer hat seine Ruder zurück. Vielen, vielen Dank. Jetzt fehlen nur noch 4 Sternkreuzerteile. Kann ich auf dich zählen? Es fehlt nämlich auch noch ein ganzer Haufen Zauberzahnräder. Natürlich kannst du auf mich zählen. Und nur mit ihnen können die kaputten Türen im Kreuzer repariert werden. Ich habe hier einige tolle Minispiele, die du mit Freunden spielen kannst. Und Testräume zum Ausprobieren der verschiedenen Spezialpowerarten. Und noch dem. Zudem noch ganz, ganz viele Prüfungen, in denen du dein Geschick erproben kannst. Ja, das kann man bei Gelegenheit mal machen. Aber jetzt geht's erstmal weiter. Du musst nur genügend Zauberzahnräder finden, um die Türen zu öffnen. Nimm also alle Zahnräder mit, die du finden kannst. Likes auf diesem Video zählen natürlich auch dazu. Wow, du hast schon 13 gefunden? Das ist aber super, Kirby. Damit kannst du schon die Tür zur ersten Prüfung öffnen. Die Prüfungen findest du im Raum rechts von uns. Willst du gleich mal nachsehen? Aber gerne doch. Diesem Pfeil entnach. Ja, tun wir das doch. Hier kann man runter. Und eine Tür öffnet sich für uns. Ist das die erste? Hier drüben brauchen wir 25. Ja, aber wenn es jetzt hier weitergeht, was war dann hier oben rechts? Aha! Ich glaube, das sind alle, die wir machen können. Ich würde sagen, wir machen mal die Schwertprüfung. Erreichst du das Ziel, bevor die Zeit abgelaufen ist? Hol dir den Rekord. Ja, antreten, let's go. Habe ich Bock zu. Ich hoffe ja auch. Guys, Schwertprüfung. Im Übrigen, wenn euch das Ganze hier heute gefällt, würde ich auch gerne ein Abo da lassen, um nichts mehr zu verpassen. Kirbys Schwert kann Seile zuschneiden. Kirby! Was ist Kirby? Gegner über dir kannst du mit einem Aufwärtsschlag besiegen. Und wir müssen das Ziel erreichen. Ja, let's go. Hier wird gerannt einfach. Eins. Wham! Sind die Coins wichtig? Wenn ja, für was? Ich weiß es nicht. Geht's nicht nur um die Zeit? Hier geht's nicht hoch.
Ich dachte, es geht nur um die Zeit. Let's go. Uiuiui. Und runter. Ah, da hätte ich noch gut was mitnehmen können. Oh, durch Damage verliert man ultra viele Coins. What? Dahin. Wham, wham, wham. Nein, ich habe doch geschnitten. No, wir hätten auf die andere Seite gemusst. Hä? Woher soll ich denn wissen, dass das Ding Damage macht? Oha, und die machen ultra viel Damage. Also das sind irgendwelche Hacks hier, da möchte ich mich beschweren. Und runter da. Komm. Die Frage ist, zeittechnisch schaffen wir das noch? Ich will halt zeittechnisch schon eine gute Zeit hinkriegen. Und runter da rein. Was war die Zeit, die wir gebraucht haben? Ich habe nicht geguckt, no. Bros? Wir brauchen Geld für die Ränge. Ich dachte, wir müssen es in einer bestimmten Zeit schaffen. Nee, also, ach. Ich dachte, wir müssen auf die Zeit achten. Deswegen bin ich eher durchgerannt, anstatt da jetzt groß Coins zu sammeln. Aber scheinbar ist dem nicht der Fall. Gut. Schauen wir noch ganz kurz nach hier unten. Das ist eines der Minigames, richtig? Ja. Die Minigames machen wir ganz zum Schluss. Jetzt würde ich sagen, steppen wir erstmal wieder raus. Und mal gucken, was uns dann hier so erwarten. Gut. Hui! Ab auf die Weltenkarte. Let's go. Ist das schon die zweite Welt? Ist das Game so kurz? Ey, das wäre schon schade. Hier gibt es 16 Zahnräder zu und ich würde sagen, wir gehen direkt rein in die Rosinenrunen. Das klingt interesting. Stage 1 öffnet die Tore für uns. Und da gehen wir doch auch direkt mal rein. Wir versuchen natürlich, wie ihr wisst, alle Zahnräder mitzunehmen. Und mehr gibt es eigentlich auch nicht zu sagen. 100%, wie gesagt, versuche ich anzupeilen. Schaffen werde ich es natürlich nicht. Aber nun gut. Guys, oben auf dem i verlinkt findet ihr tatsächlich auch einen Link zu, ich muss hier ein bisschen Werbung machen, lasst mich doch. Zu einem Video Frustrafakta von mir. Falls ihr das nicht kennt, das ist ein Gaming-Fakten-Format, wo ich mit lustigen Sketchen irgendwie versuche, euch Gaming-Fakten zu zeigen. Falls ihr da mal reinschauen würdet, das wäre super, super schön, das wäre super lieb. Denn dieses Video hat tatsächlich ein paar Probleme bekommen, weil das hieß früher, Kirby tötet, Pikachu tötet dich. Und das Problem war, YouTube mochte das Wort töten nicht so ganz und hat deswegen dieses Video irgendwie ein bisschen zurückgehalten. Es wäre super, wenn ihr da mal vorbeischauen könntet. Ist zwar schon 3 Monate her, aber YouTube hat sich jetzt tatsächlich nochmal per E-Mail bei mir gemeldet, dass ich den Titel doch bitte abändern möchte. Ja, also wenn ihr euch das Video nochmal angucken würdet, das wäre super nett von euch. Genau, machen wir weiter. Ich rede schon wieder zu viel, es tut mir leid. Es tut mir leid. Ihr könnt, by the way, auch gerne noch ein Like da. Nein, jetzt ist gut, jetzt ist gut. So, da ist noch ein Ticket, das ich ganz gerne mitnehme und jetzt laufen wir weiter. Jetzt laufen wir weiter, jetzt wird hier nicht mehr hier groß rumgeredet. Wird weitergelaufen. Gelaufen? Gelaufen? Deutsch ist schwer, reden wir nicht drüber. So, ja. Wunderbar. Shazam. By the way, das ist eines der Level, die wir in der Demo gesehen haben, aber halt wieder in anderer Form. Ich finde es zu gut, dass die Demo-Level alle noch mal ein bisschen abgeändert wurde. Ich finde es auch gut, dass Kirby 20 Minuten braucht, seine Peitsche zu benutzen. Was ist das denn? Nee, hier brauche ich Feuer. Hä? Wo kriege ich Feuer? Hä? Wo kriege ich denn Feuer her? Abgesehen davon, dass ich gleich einfach random tot bin. Jöl, was ist das denn jetzt? Ich weiß nicht, wo ich Feuer herkrieg. Hallo! Ey, das Spiel ist unfassbar. Wo soll ich denn... Oder Feuer kommt halt später, wir müssen nochmal zurücklaufen. Fände ich aber tatsächlich auch nicht so cool. Ey, du musst hier wirklich schon 20 Minuten vorher peitschen, weil der sonst das nicht anerkennt. Wieso komme ich hier nicht runter?
Also die Peitsche will ich ungern mitnehmen. Peitsche fühle ich gar nicht. Oh, hier bekommen wir einen Stachel. Wäre auch cool gewesen, wenn wir Feuer bekommen würden. Hä? Jetzt müssen wir das Level nochmal machen? Nur weil... Hä? Aber wo soll ich das Feuer herbekommen? Ich werde... Also wenn ich das aus einem anderen Level mitnehme... Also dann wird das aber ganz schnell geskippt hier alles. Nein. Spring doch. Also die Steuerung hier ist ein bisschen anders, als ich sie gewohnt bin tatsächlich. Also normalerweise ist es halt so, dass wenn ich spring drücke, er springt. Aber Kirby braucht immer noch so. Hier, wartet. Sprung. 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 Ja, das ist leicht verzögert. Ich weiß nicht, ob es auffällt, weil meine Stimme ja auch ein bisschen verzögert bei euch ankommt. Ja, Dankeschön an der Stelle. Was hätte ich tun sollen? Nur so als Frage. Ist okay. Da ist das Zahnrad, das erste, hoffe ich. Es war so klar. Wo soll ich denn Feuer herbekommen? War da ein Feuergegner, den ich aus Versehen besiegt habe? Unfassbar. Hat eigentlich jeder Gegner eine Ability für uns? Ich weiß es gar nicht. Alle weg hier. Also ganz weird, die Steuerung. Ich will mich noch nicht zu sehr beschweren. Können wir nicht? Nee, können wir nicht. Okay, ich würde sagen, wir gehen direkt weiter. Und bekommen den Lolli, das finde ich gut. Die Musik wollte ich tatsächlich als Outro-Musik nehmen. Aber fand sie irgendwie nicht ganz so passend. So, zack. Zack, zarab, zap. Runter da. Hier ein bisschen die Heilung. Hier ein bisschen die Heilung. Und nächste Stage. So, ich hoffe, wir finden jetzt wieder ein wunderbares Zahnrad. Das wäre zu schön. Hä? Also, seitwärts. Hallo? Ach so, ui. Dankeschön. Okay, ich verstehe den Sinn davon, aber... Warum? Oh, Sand haben wir jetzt. Das ist auch eine der neuen Fähigkeiten. Bonkers stellt sich... Ich konnte gerade eben noch dashen und jetzt kann ich's... Hä, wie soll ich denn das machen? Das ist ja un... Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der Probleme mit der Steuerung hat, aber die Steuerung gefällt mir gar nicht gerade. Die war in den ersten Leveln also ganz anders. Ich will jetzt auch nicht irgendwie Dinge heraufbringen und behaupten, das Spiel ist von jetzt auf gleich, hat sich die Steuerung verändert. Aber halt genauso fühlt es sich an. So, drei Zahnräder in unsere Tasche. Ist ein bisschen weird, ist ein bisschen weird. Und Kirby gehört ja auch nicht zu den einfachsten Spielen, was es nicht besser macht. Aber wir nehmen hier den Sieg des Levels mit. In die Bonus-Stage geht es auch noch. Und natürlich die Nummer 1 wird mitgenommen. Also nun gut, hier befindet sich ein Feuergegner. Dort befindet sich auch das letzte fehlende Zahnrad. In Stage 2 geht es natürlich direkt weiter. Oh, wir können sogar hier so ein Sandhaufen werden. Achso, wenn man die Schultertaste drückt. Ja, 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 da muss man sich ja auch auskennen. Ne, mit dem will ich gar nichts zu tun haben. Der heilt mich, aber ich kann damit halt sonst nichts machen. Boah, Wasser. Oh, wir haben sogar eine Schwimmanimation. Wie cool. Ich glaube, in der Demo... Doch, in der Demo gab es das, oder? Weiß es gar nicht mehr. Das ist für mich halt schon mindestens 5 Tage. Es ist unfassbar, wie viel Damage die Gegner machen. Ich sag's, wie es ist. Ich glaube, dass wir diesen Magolor schon noch ansprechen, ob er uns nicht doch in dem einen oder anderen Level helfen kann. Komm, ich will jetzt mal auch so ein Wasserviech sein. Schaut mal. Können wir so Wellen machen? Hier geht's durch. Hier befindet sich ein Ticket. Nehme ich gerne mit, aber ein Zahnrad wäre mir actually lieber gewesen.
Aber das kann ich ja nicht beeinflussen. Deswegen gehen wir direkt mal weiter. Durch das erste Tor hindurch in die nächste. Ins nächste Areal. Ich will den Stein. Kann ich jetzt auch Stampfattacke machen? Wie cool. Die Fähigkeit gibt es tatsächlich in Smash. Das ist mega cool. Ja. Yeah. Nur wie stehe ich auf? Hallo? Mit B? Ah, mit B. Wham. Oh, wie cool. Wir sind Stein, wir sinken auch am Boden. Oh, warte, warte. Ihm mache ich jetzt hier den Weg frei. Let's go. Da kann er hier in Ruhe nämlich schwimmen. Ist doch schön. Ich weiß gar nicht, machen die Fische Damage? Wobei, wenn ich sie hier retten kann, vielleicht... Hä, hey, das sieht halt zu cool aus. Hui. Nee. Nee, nee, das habe ich genauestens beobachtet. Hier geht's rein. Was befindet sich hier drin? Ein weiteres Zahnrad? Es sieht so aus. Oh, ihr seht das gar nicht, weil ich davor sitze. Es tut mir leid. Hä? Was? Hä? Wie soll ich denn da hinkommen? Hä? Guys? Ich mache mich mal ganz kurz weg, damit ihr das auch seht. Woher kommt diese Faust? Ich kann damit aber auch nichts machen. Hä? Okay. Unser erstes Zahnrad, wo wir nicht wissen, wie wir hinkommen. Weil irgendwie Dinge nicht richtig funktionieren. Check ich nicht. Machen wir weiter. Damit haben wir das erste Zahnrad, was auf jeden Fall ausgelassen wird. Weil ich halt keine Ahnung habe, wie ich da hinkommen soll. Ich habe alles in meiner Macht Stehende getan. Es gibt Unterwasserlevel. Wie genial. Oh, ich kann pusten. Geht mir alle aus dem Weg. Ich puste euch an. Ich liebe dieses Game. Es ist wirklich gut. Es ist echt schön. Es ist schön. Es macht Spaß. Wurm. Ah, wir gehen erstmal hier durch. Das ist nämlich eine Bonus-Stage. Tschüss an der Stelle. Weil Kirby sich nicht zurückverwandelt hat. Ist die Dauer unterschiedlich, wie man sich zurückverwandelt? Also, scheinbar ja schon. Aber hier zum Beispiel, wenn ich direkt... Ich kann hier direkt B drücken und bin wieder normal. Weird. So, was befindet sich hier? Bisschen was davon. Das hier oben sieht komplett sass aus. Bisschen Hardcore-Jump-and-Run hier, wenn man es so sieht. Nochmal kurz übers Wasser. Warum ist das hier? Warum habe ich das nicht direkt gesehen? Gehen wir dann erstmal durch und gucken, was sich auf der anderen Seite befindet. Ja. Ja, Zahnrad Nummer 3, Nummer 2. Ah, und das macht die hier. Ja, nee, da bin ich schon weg hier. Wer der schlaue Meister. So. Direkt verlieren wir unser Item hier. Wann verliert man sein Item und wann verliert man es nicht? Das ist eine rein hypothetische Frage, weil manchmal werde ich von Gegnern getroffen, verliere mein Item nicht. Und manchmal werde ich von Gegnern getroffen, verliere mein Item doch. Gibt es da irgendwie so eine Regel, die sagt, ja, also jetzt verlierst du es und jetzt nicht? Oder ist es einfach broken ein bisschen? Let's go durch da. Okay, wir können uns da dranhängen, um Schalter zu aktivieren, die an der Decke sind. Ja. Ja, nicht schlecht. Und was denn? Was soll ich davon halten? Ich weiß es nicht. Also erstmal grundsätzlich... Das ist so unfair, weil da halt kein Boden ist. Also grundsätzlich, ich halte nichts Gutes davon. Kann man die kaputt machen? Nein. Hä? Oh, nee. Euer Magier ist das.
Riesenmagier Kirby! Let's go! Whee! Kirby ist einfach auch der krasseste. Muss man an der Stelle einfach mal sagen. Ist ja der Wahnsinn. Wow, wow. Jawohl. Öffne er mir die Tore. Gebe er mir mein Ticket. Cool. Wow. Das sieht halt so krass beeindruckend aus. Das finde ich halt voll cool. Erstmal wird hier das Geld mitgenommen. Und dann wird hier hineingesprungen. Was erwartet uns hier drinne? Wir werden es gleich erfahren. Natürlich ein Speedraum. Die sind ja auch alle sowieso hier. Aber mit Wasser. Oh. Zack. Oben oder unten? Oben oder unten? Oben. Keine Ahnung, was jetzt besser war. Ah. Oh. By the way, heute Abend um, ich glaube, 18 Uhr gibt es... Nein, es gibt keinen Stream. Stimmt, ich habe ja gar keine Zeit. Ich muss ja... Ach nee, true. Nee, Guys, heute gibt es tatsächlich keinen Stream. Es tut mir leid. Es tut mir leid, heute gibt es keinen Stream. Es tut mir leid. So. Nein, nein, nein. Hallo, hallo, hallo. Spring doch. Das ist ein ganz schlimmer Raum bisher. Okay, durch da. Und hier rein und raus. Okay, okay. Okay. Das ist eine zweite Stage. Oh, ich will bestimmt kein ich will bestimmt keinen Schirm haben, um den Gegner zu bekämpfen. Vor allen Dingen nicht den Feuersphärenspuk. Also ich sag mal, dass der Feuer ist. Schön, wie ich nach oben ziele und Kirby trotzdem zur Seite schlägt, gell? Zu gut, zu gut. Wham. Schön ausgewichen hier. Hä? Ich bin doch sogar weggedived. Das ist schon unfair. Aber wie gesagt, das Spiel ist schwer. Hab ich gesagt, dass es unfair ist? Ich habe, glaube ich, sogar gesagt, dass es nicht unfair ist. Aber manchmal ist es schon unfair. Aber nun gut. Wir haben alle Zahnräder. Wir können das Level nun guten Gewissens beenden. Wunderbar. Direkt nach hier oben geht's auch weiter. Und hier ist auch schon das Ziel. Das lässt sich sehen. Kommen wir zur Bonus-Stage. Schaffen wir die 1? Oh, das ist knapp. Das ist knapp gewesen. Die 2 aber nur. Ich kann mir vorstellen, dass das von Welt zu Welt tatsächlich schwerer wird. Würde auch Sinn ergeben. Was habe ich da rechts Spannendes erblickt? Da steht ein Waddle Dee. Oh, hallo Kirby, ich bin den weiten Weg aus einer fernen Welt gekommen. Genauer gesagt, aus einem phänomenalen Vergnügungspark, dem lustigen Margoland. Ich führe dort einen kleinen Souvenirladen. Im Margoland warten allerlei spaßige Attraktionen auf dich und auch jede Menge tolle Souvenirs. Schau ruhig mal vorbei, wenn es dir passt. Ne, danke. Stage 4 und Stage 5 ist wahrscheinlich wieder der Boss. Und Geist, ich würde sagen... Die beiden tun wir beim nächsten Mal machen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da und abonniert den Channel. Es würde mich mega, mega weiterbringen und ihr werdet zusätzlich benachrichtigt, sobald ich ein neues Video hochlade. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao, Leute. 1, 2, Haferbrei, Kirby ist ein rosa Kerl. 1, 2, Haferbrei, denn Kirby ist sehr süß. 1, 2, Haferbrei, Kirby ist ein rosa Kerl. 1, 2, Haferbrei, denn Kirby...